Moin Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir werden heute mit dem Let's Play The Plucky Squire oder auf Deutsch der kühne Knappe starten. Das ist ein 2D-3D Spiel, weil man switcht immer so zwischen 2D-Grafik und 3D-Grafik. Wir spielen so einen kleinen Helden, der unterwegs mit seinen Kumpels in so einem Bilderbuch unterwegs ist. Und sieht sehr, sehr, sehr interessant aus und wir werden uns das einmal anschauen. Ich würde sagen, wir starten einfach rein und viel Spaß mit diesem Let's Play. Okay, fangen wir an. Es war an der Zeit, ein Abenteuer zu suchen. Wir haben hier einmal Spielen, Option und Mitwirken. Wir gehen gleich auf Spielen rauf. Ich habe noch keinen Spielstand. Dann machen wir einmal ein neues und Spiel starten. Los geht's. Also, wir haben zwei verschiedene Modis. Einmal Modus Abenteuer, der richtige Modus. Wenn du dich kühn fühlst und eine Herausforderung suchst, Modus Geschichte. Eine locke Art zu spielen, entspanne dich und genieße die Geschichte des kühnen Knappen. Ich würde sagen, wir nehmen Modus Abenteuer, weil wir stehen hier auf Abenteuer. Da können wir auch ein bisschen kämpfen, glaube ich. Also die ist ein bisschen anspruchsvoller, würde ich mal meinen, oder? Weil hier wird man eher so von der Geschichte getrieben und hier muss man wahrscheinlich ein bisschen Skill zeigen, den ich nicht habe. Okay, wir nehmen einfach Modus Abenteuer und starten einfach mal rein. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Bin schon sehr gespannt. Sams Zimmer. Cool, das war alles auf Deutsch. Gefällt mir sehr gut. Und wir sind in... Oha, so sah mein Zimmer früher auch aus. Und so sieht das Zimmer von meiner Tochter immer noch aus. Ja, der kühne Knappe Ian Arthur. Das ist wahrscheinlich der Autor von unserer kleinen Geschichte. Ein kühner Knappe namens Jot. Jot lebte in Mojo, einem Land des Einfallsreichtums. Und sogar ein Erzähler. In Mojo herrschte die sanftmütige Königin Koma. Er beschützte das Land vor dem ruchlosen Hexenmeister Grumweil. Was alle sehr zu schätzen wussten. Süß gemacht, guter oder? Gut gemacht. Spitze. Jot war auch Autor. Und übertrug seine vielen Abenteuer in Buchform. Alle Bewohner des Landes lasen diese Geschichten begierig und fanden sie sehr spannend. Eines schönen Morgens erwachte Jot und sprang kühn aus seinem Bett. Aus der Ferne hörte er recht mitreißende Musik. Er zog sich an und ging der Sache nach. Kapitel 1. Oh. Heftiges Bienenwachs. Heftiges Bienenwachs. Da bin ich mal gespannt, was Jot da gehört hat. Wir hören es auch gerade. Voll der Rave. Okay. Ah, das ist ja witzig. Okay, das ist unser Haus. Können wir sogar noch mal reingehen? Ist ja süß. So, hier hängt unsere Unterhose. Pünktchen Unterhose. Okay, wir sehen schon diese Musiknoten, wollte ich gerade sagen. Ja. Die Musik dröhnte ganz schön. Junge, das ist doch ein Hexenhaus hier, oder was? Wir gehen mal rein und gucken mal, wer da so laute Musik macht. Das war das Haus des guten Zauberers Mondbart, Jots engen Freundes und Mentors. Oha, Mondbart? Jot, mein Junge, rief er aus. Ich bin voll in Fahrt, unterwegs zu neuen Reichen der Musik. Das sieht auch aus. Wo du bist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Wachs. Ich brauche mehr Wachs. Um mehr Platten zu pressen, verstehst du? Okay, nimm eine Kerze einfach. Begibst du dich zum Honiggipfel und holst mir Wachs von Benny Biene? Vincent begleitet dich. Ja, geil. Vincent, ist das eine Maus oder was? Eine Mini-Aufgabe. Juhu, kümmere dich um die Kobolde und ich bringe das Wachs hierher. Vincent, okay, wir kümmern uns um die Kobolde. Ach ja, wir müssen mit Kobolden rechnen. Aber die erledigst du mit links, oder, Jot?
Der Eingang zum Wald lockte. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg und holen uns diesen Bienenwachs. Den Mondbart er dringend braucht, um seine Platten zu pressen. Richtig cool. So, lesen. Mit Viereck können wir also schlagen, alles klar. Jo, geil. Okay, wir sammeln Glühbirnen ein. Wir gehen mal jedes Haus hier ab. Hier wollte ich schon sagen, hier einen Baum ab. Den können wir schlagen. Ah, noch eine Glühbirne. Noch eine Glühbirne. Wozu brauchen wir diese Glühbirne? Das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Vielleicht ist das so eine Art Währung. Naja, mal gucken. Kobolde streif umher. Da sind auch schon die ersten Kobolde. Nice. Oh, und ganz viele Glühbirnen. Oh, da kommen schon die ersten Kobolde. Warm. Erinnert mich so ein bisschen an diese Batman-Serie von früher. Bam, pow, zock. Richtig gut. Oh, wir haben sogar eine Lebensanzeige. Ein kleines Herz haben wir verloren. So, und schnell laufen oder beziehungsweise rollen können wir mit Kreis. Und noch mehr... Ach, wir haben Leben aufgefüllt. Und noch mehr Glühbirnen. Das Tor schwang auf für den kühnen Knappen. Okay. Wir machen alles kaputt hier, ne? Glühbirne, Glühbirne. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Sammeln die aber alle mal ein. Aber total süß gezeichnet, finde ich, oder? Guck mal, wir haben sogar eine kleine Feder im Haar. Wir haben, ja, ein Schwert in der Hand. Und wir haben die kleine Maus, die uns da begleitet. Richtig süß. Der Honiggipfel. Okay, das Land Mojo. Wir sind gerade im Tintenwald. Oder beziehungsweise von dort kommen wir. Jetzt sind wir beim Honiggipfel. Okay, gut. Lesen. So, wir können mit X springen. Geil. Gewandt sprang der kühne Knappe voran. Diese Stelle wirkte ganz schön riskant. Oh. Jod atmete durch und sprang los. Ein bisschen so Super Mario Vibes, oder? Jo, auf jeden Fall. Aber die Platten verschwinden hier. Okay, müssen wir uns ein bisschen beeilen. So ein bisschen Super Mario Vibes. Ein Kobold. Können wir da drauf springen? Ah, geil. Oder können wir den auch mit unserem Schwert kaputt machen? Ja. Also entweder raufspringen oder mit dem Schwert kaputt machen. Wir können beides machen. Ah, die Spitze des Honiggipfels. Atemberaubende Aussicht. Die Eule da drüben ist echt riesig. Das ist der Wälzerturm, ja. Ach, da drüben. Ach ja, im Hintergrund. Genau. Aber irgendwas, das sieht aus wie Dachs. Der hängt ja am Honig drin. Hoppla, ein Honigdachs. Er frisst den Honig von Benny Biene. Nimm dich in Acht. J, hungrige Honigdachse können mies drauf sein. Okay, gut. Wollen wir den... Oh, guck mal, wie Benny Biene Angst hat. Oha. Okay. Au, Backe, es geht schon los. Der Honigdachs wirkte ziemlich verärgert. Oh. Dort stand eine Prügelei bevor. Popeye? Habe Spinat gegessen? Eieiei, was hab ich denn für Arme? Junge, wie schnell geht... Ah nein, und ja, hier, Hieb, Hak und dann müssen wir nach links. Ah, ausweichen. Mit L ausweichen. Junge, das ist ja wie im Boxkampf hier. Ziehen wir denen überhaupt was ab? Die Fresse von dem da. Oh, jetzt geht's aber richtig los. Was sind denn uns denn da für Arme gewachsen? Haben wir Testo vorgenommen oder was? Junge, Riesenarme. Ich glaube, gleich haben wir ihn, oder? Oh ja, wir haben ihn ausgenockt. Jawoll! Die Bestie war besiegt. Easy. Der kühne Knappe triumphierte.
Und schon sind so eine Arme wieder geschrumpft, ja. Ah, zurück im Bienenstock, tolles Gefühl. Hey, vielen Dank, Jorte, sehr nett von dir. Der Honigdachs hat mein Wachs zerwühlt. Nun ja, Leute, was führt euch her? Mondbad schickt uns Benny. Er bräuchte was von dem Bienenwachs, falls du welches übrig hast. Alter, aber klar doch, Vincent, ich schulde euch was. Hier, bitte. Alter. Sehr gut. Mit besten Grüßen an den Zauberer. Nice. Huch, was ist hier los? Was hat die unheilvolle Dunkelheit zu bedeuten? Oh, sieht sehr dunkel aus. Oh, die Eule leuchtet. Wer ist er denn? Oh, was macht er? Er hat einen Zauberstab in der Hand und macht irgendein schwarzes Loch, oder was? Oh, no. Oh mein Gott, nein. Einfach ein Blitz. Upsi. Sie stürzten hinab. Uff. Uff. Zeit, sich mit Mondbad zu beraten. Ah, mal schauen, was der zu sagen hat. Jo, das ist Grummelweils Werk. Ständig setzt er tückische Tricks ein. An dieser Magie ist jedoch irgendetwas seltsam. Und weißt du, so verläuft die Geschichte üblicherweise nicht. Das soll heißen, ja, vergiss es. Der kühne Knappe sollte das übernehmen, Jort. Grummelweil ist im Wälzerturm. Begib dich dorthin und stell sicher, dass der schräge Kerl dich noch mehr Ärger macht. Hallo? Oh, wer ist das denn? Hallo, junge Dame. Es war Viola. Hallo, Viola. Viola war eine Lehrlingshexe mit einer Vorliebe für Kunst. Und Jots Kindheitsfreundin. Okay, kleine Info über Viola. Hey Jotte, Grummelweil macht schon wieder Probleme, was? Mondbad hat mir alles erzählt. Der hinterlistige Magier ist im Wälzerturm. Geht dorthin, Kinder und Jott. Setze Grummelweils Unfug ein Ende. Ich sehe mir diese seltsame grüne Magie mal an. Und esse einen Donut, aber das nur nebenbei. Bis dann. Tschüss und viel Glück. Obwohl du nie wirklich darauf angewiesen bist, Jott. Auf Glück? Ehrlich, ich brenne darauf, den kühnen Knappen in Aktion zu erleben. Kawumms! Geh du voraus, Jott. Okay. Machen wir. Aber vorher holen wir uns noch ein paar Glühbirnen. Wir haben bis jetzt immer noch nicht herausgefunden, wofür diese Glühbirnen gut sind. Ist hier der kaputte Baum? Noch eine Glühbirne? Noch eine. Lesen. Zum Wälzerturm. Warte mal, wir können hier oben nochmal hin, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Von dort oben ist nämlich Viola gekommen. Auf zum Wälzerturm. Und ganz viele Ratten. Und so ging der kühne Knappe zum Wälzerturm. Mit der Viola. Zusammen, ne? Mit unserem Crush. Pow, Zong, Glühbirne, Bam, Wusch, Zisch, Zasch. Oh, da oben ist eine Schatzkarte, oder? Beschwingten Schriftes, ja, das ist eine Schatzkarte, oder? Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Drücke Viereck, um es in der Galerie anzuzeigen. Ah, nice. Okay. Konzeptgebiet Berge. Ein frühes Konzept von Spielumgebungen. Dieses sollte sich schließlich zum grünen Land der ersten Kapitel im Spiel entwickeln. Ah, okay. Das sind so Konzeptzeichnungen. Das ist ja witzig. Einfach so als, ja, sammelbares. Hier mit integriert in das Spiel. Cool. Schöne Sache. Okay, weiter. Bam, Tisch. Okay, ein Funkeln im kühnen Auge. Yes, noch eine Glühbirne. Oh, hier ist noch jemand. Jawoll. Was war's? Da ist noch eine Glühbirne. Sehr schön, haben wir oben auch schon gegengehauen. Da ist noch eine. Sag mal, wie viele Glühbirnen sind hier an? Versteckt. Junge. Okay, gut. Zurück. Oder weiter, besser gesagt. Das Schwang. Oh.
Was zum was? Glühbirnen! Noch mehr Glühbirnen. Und hier schlafen sie alle. Oh! Oh, sorry! Sorry! Auf. Nehmen. Oh! Da kam jemand raus! Warum? Ach, jetzt haben wir es, oder? Ach, wir können das aufnehmen! Hä? Ach, jetzt verstehe ich das. Das Tor schwang auf. Ah, wir müssen hier diesen Text vervollständigen. Das ist ja witzig. So, hier ist nämlich auch noch ein Text. Und dann haben wir es. Das Tor schwang auf. Ist ja witzig. Cool. Schön interaktiv hier. Prima, du könntest immer schon mit Worten... Du konntest immer schon mit Worten umgehen, J. Ja. So, Glühbirne, Herz. Perfekt. Zack. Oh, wer ist die denn da oben? Eine Verkaufskatze? Martina, willkommen, tapfere Kämpfer. Ich bin Martina, tretet ein. Ihr habt gefährliche Gegner, gefällt und bei mir fallen die Preise. Hier, schaut euch mein Angebot an. Ah, ich glaube, man kann damit Glühbirnen bezahlen. Ja, stimmt. Man kann mit Glühbirnen bezahlen. So, Schwertwurfabzeichen. Wirf dein Schwert, um Gegner aus der Entfernung anzugreifen oder Sachen herbeizuholen. Für 30 Glühbirnen. Ja, nehmen wir einmal. J erhielt das Schwertwurfabzeichen. Und dann haben wir noch einmal das Rollbild. Das nehmen wir uns auch einmal mit. Okay. Oh. Das sieht aus wie irgendein Spiel. Minibart? Was? Mondbart hat einen Sohn oder was? Minibart? Also, Zeit, deinen Schwertwurf zu üben, J. Okay, Schwertwurf. Drücke R2, um dein Schwert zu werfen und rufe es durch erneutes Drücken zurück. Okay, das kommt ja irgendwie alleine zurück. So. Okay. Ja, das ist easy. Das ist einfach. Das kriegen wir hin. Boing. Noch mehr. Aber wir brauchen das gar nicht zurückrufen. Es kommt nämlich von alleine zurück. Also wenn ich die Taste loslasse. Und das bleibt ja auch nicht da. Okay. Haben wir gemacht. Sehr schön. Wenn du weiter trainieren möchtest, sieh dir die Tafel an. Ansonsten benutze den Ausgang unten auf der Seite. Ja, dann gehen wir wieder rauf. Es sei denn, wir kriegen hier noch irgendwas. Oh, hier ist noch... Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch was Verstecktes. Was können wir denn da machen? Gar nichts. Hier können wir auch nichts machen. Gut, dann weiter. Wir gehen hier unten lang. Da sind wir auch wieder. Schön, euch kennengelernt zu haben. Schaut bald wieder rein, dann habe ich auch neue Waren. Rettet ihr die Gegend weiter vor üblen Dingen und meine Dinge retten euch vor üblen Gegnern. Das ist fair, ne? Bis dann, tapfere Kämpfer. So. Ja, haben wir schon die nächsten Glühbirnen. Cool, geil. Jetzt wissen wir, wofür wir die Glühbirnen brauchen. Für Martinas Shop quasi. Ja. Noch mehr Glühbirnen. So. Ach, wir könnten einfach mal diesen, ja, Dings ausprobieren. Schwertwurf, den haben wir ja jetzt. Herz. Oh! Wer bist du denn? Du hast einen verschollenen Obstvogel gefunden. Er wird in seine Heimat zurückkehren. Was ist denn ein Obstvogel? Ups, ich hab dich gefunden, oder was? Ein Obstvogel, ist ja süß. Ist hier noch mehr? Ah, da ist sie. Die geheimnisvolle, uralte Eule. Das gesamte Wissen Mojos soll darin verwahrt sein, heißt es. Boah, jetzt kommen wieder diese Blitze. Hoppla. Weiß nicht, ob der Boden das wirklich machen sollte. Nee, das sieht irgendwie nicht gut aus. Der reißt doch gleich, dieser Boot. Oh nein! Oh, verflixt. Ja, oh, verflixt. Kapitel 2. Der Wälzerturm. Oha. Unsere Helden hingen mit ihren Fingerspitzen am Klippenrand. Als sie...
jemand packte, oh, und hochzog. Wer bist du denn? Wer war das? Es war Krass. Was? Du bist so krass. Krass war ein Bergtroll. Ah. Und George und Violas Kindheitsfreund. Das Trio war lange nicht mehr zusammen gewesen. Ich mach dich krass. Es freute sich sehr, wieder vereint zu sein. Ja, schön. Wir haben einen neuen Weggefährten, glaube ich. Ja. Voll krass. Krass. Oh Mann, du hast uns echt die Haut gerettet. Was sind wir froh, dich zu sehen. Die Dreierbande ist wieder zusammen. Jo, Party wird gefeiert. Mojam. Mojam. Ist das irgendwie so eine Art Schlachtruf oder was? Ich bin echt begeistert, dass ich euch finden konnte, Leute. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich mich bei Mondbart gemeldet. Er sagte, ihr seiet unterwegs zum Wälzerturm. Ich dachte, ich könnte euch helfen. Dieser Weg ist im Eimer, was? Naja, es gibt noch andere Routen zum Wälzerturm. Begeben wir uns nach unten. Oh, nice. Anscheinend begleitet er uns jetzt. Oh, das ist ganz schön hoch, was? Nun ja, wenn uns jemand nach unten führen kann, dann krass. Der Name ist irgendwie wild. Auf geht's. Krass. Ja, springen. Yippie. Okay. Oha. Andere Sicht wieder. Upsi. Oh, 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 schnell weg. Oh. Müssen wir. Warte mal, ich guck mal, ob wir hier langkommen. Nee. Ah, nein, ich wusste es. Wir müssen hier runter. Oh, gefährlich. Oh, unser Messer. Ach, jetzt steckt's drin. Ich sehe es gerade. Ach, deswegen können wir das zurückholen. Weil wir das in die Wand hauen. Oh. Oh nein, wir müssen gleich weiter. Oh. Oh. Oh nein, die fallen auch noch runter. Und das Herz fällt auch runter. Nein, falsche Richtung. Da ist noch ein Herz. Oh, Gott sei Dank. Da unten ist noch eins. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen heilen, oder? Okay, da steckt einfach in der Wand fest, das Schwert. Und hier oben ist auch schon voll krass. Okay. Und hier am Boden wartet schon seelenhungrig krass. Gut geklettert, Mann. Ihr seid die Klippe beide mit knallhartem Stil heruntergekommen. Euer Rhythmus war genau richtig, Leute. Findest du? Ich kam mir wirklich recht anmutig vor, wie ein hüpfendes Bergkaninchen. Naja, wir sind unten. Begeben wir uns jetzt zum Wälzerturm. Geh du voraus, kühner Knappe. Ja, wir gehen voraus. Aber wir schauen uns um. Oh, da steckt, glaube ich, ein Schwert drin, oder? Ach so, das war unser Schwert. Das war unser Schwert. Jetzt verstehe ich das auch mit diesem R2 nochmal zurückholen. Ja, wir können es halt, gegenwerfen. Oha, von oben kommen Steine. Jo, guckt mal, die Steine sind hier noch gezeichnet. Seht euch diese aufspringenden Felsbrocken an. Sie verschwinden einfach im Nichts. Ja krass, sie verändern einfach. Sie werden aus 2D quasi 3D. Das ist ja richtig cool gemacht. Reichlich schräg. Das ist ja witzig. So, aufpassen, dass wir uns nicht, dass die uns nicht erwischen hier, die Dinger. Wir sammeln fleißig Glühbirnen. Ah, oh. So, lesen. Zum Wälzerturm. Auf geht's. Witzig. Oha, der sieht ein bisschen böse aus. Ein Stier. Er sieht wütend aus. Gut, dass keiner von uns was Rotes trägt. Puh. J hat was Rotes an. Ja, stimmt. Ist das rot? Es geht in Richtung von Rot. Eher purpurn als Scharlachfarben. Was diskutieren die, welcher Rotton ich habe? Ich glaube, das ist egal, oder? Der wird trotzdem auf uns aggro sein.
Ich glaube, so wählerisch sind Stiere nicht. Ja, das meine ich ja eben. Okay. Oha, der kommt schon auf uns zu. Oh Mann, der hat so einen krassen Ring in der Nase. Ohohoho. Der Bauer. Oh nein, jetzt hat er mich erwischt. Ah, jetzt haben wir ihn auch. Sehr schön. Ja, da braucht er ein paar mehr Schläge. Aber da ist auch schon wieder ein Herz. Das heißt, wir können uns gleich wieder heilen. Perfekt. Oh, hier haben wir wieder. Ah, eine Schriftrolle. Perfekt. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Genau, was gucken wir uns an? Oh, hier haben wir. Haben wir nicht ein Kunstwerk gekauft vorhin? Ich bin der Meinung. Konzeptcharakter J. Frühere Charakterstudie. Das war, bevor J Autor wurde und er hatte keine Feder an der Mütze. Stimmt, die fehlt. Die kühne Einstellung war jedoch schon vorhanden. Doch, wir haben doch irgendeine Rolle gekauft. Wo ist denn die? Bei Martina im Laden haben wir die gekauft. Komisch. Haben wir irgendwie ein Inventar oder sowas? Nee, die ist weg. Die scheint weg zu sein. Mal ein paar Ratten her. Ekelhaft. Ah ja, hier ist wieder der kleine Minibad, ist das, glaube ich, oder? Ja, das müsste Minibad sein. Moment mal, ist das Mondbad? Nee, ich glaube nicht, dass es Mondbad ist. Er wirkt viel mickriger als sonst. Oh, das ist doch nicht Mondbad, krass. Das ist Minibad. Er ist wie eine winzige Ausgabe von Mondbad. Meist findet man ihn in Mondbads Haus, wo er ihm hilft. Oder in Mondbads Bad. Heute scheint er unterwegs zu sein. Ja, quatschen wir mal den Kleinen an hier, ne? Hey Minibad, was ist los? Na? Ihr braucht einen Schlüssel, wenn ihr weiterreisen wollt. Geht nach rechts und ihr könntet einen finden. Kostenloser Rat vom alten Minibad. Danke, Minibad. Ein hilfsbereiter Bursche. Wenn ihr bei irgendetwas nicht weiter wisst und der Minibad ist in der Nähe, dann lohnt es sich immer, ihn zu fragen. Er steckt voller Antworten. Jo, geil. Sehr gut. Ja, da ist auch schon der Schlüssel und ich sehe auch schon wieder ein paar Stiere da unten rumlaufen. Da müssen wir gleich wieder kämpfen. Wir gehen mal rein. Wo sind die anderen? Ach, die bleiben da einfach stehen? Okay, die lassen mich das alleine machen hier. Ja, da mache ich das gleich. Erst sammeln wir aber noch hier diese Glühbirne ein. So, dann würde ich sagen, Feuer frei, oder? Oh. Ich glaube, erstmal kämpfen, oder? Ah, nein, 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 nein. Huch. Das war knapp. Okay, einen haben wir. Witzig. Und den zweiten haben wir natürlich auch. Sehr gut. Ui. Ach, das... Oh, okay, das Tor ging nur rot. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie ein Boss oder irgendwie sowas. Man weiß ja nie. So, noch vier. Mehr Glühbirnen. Und da ist unser Schlüssel, den wir brauchen für... Oh, den tragen wir einfach so. Oh, der ist riesig. Ja, den müssen wir doch auch irgendwie reinkriegen. Problem ist nur, wir haben noch ein paar Ratten, ne? Ihr habt den Schlüssel. Ich wusste, dass ihr das schafft. Danke, Minibad. Alter. Was? Jo, die Texte sind schon sehr, sehr wild. Aber hier sind noch ein paar Ratten, die uns wahrscheinlich gleich angreifen werden. Kann ich den Schlüssel nicht... Ach doch, ich kann den Schlüssel ablegen. Ich kann sagen. Erstmal machen wir hier diese Ratten weg. So, die stören uns. Oh ja, die tötet uns auch hier. Fast. Oh. Herz. So, jetzt nehmen wir den auf. Und da können hier die Tür öffnen. Sehr gut. Und somit kommen wir auch weiter. Rein! Der Wald hier war abgelegen. Da sind wir schon. Oh, eine Rückwart. Ah, schönen Gruß, ihr reisenden drei. Mein Name ist Rückwart. Mondbad, Minibad, Rückwart? Hm,
Ist das ein Wort? Sind das Wortspiele oder was? Hallo Rückwart. Wie ich sehe, habt ihr eine Aufgabe. Wisst ihr, Rückwart kann euch vielleicht helfen. Aber könntet ihr mich vorher bei etwas unterstützen? Es geht um meinen Bauch. Er ist leer. Ich habe meine Leckerlis hier irgendwo liegen gelassen, wisst ihr? Und die Landschaft, sie hat sich anscheinend verändert. Was zur Folge hatte, dass die Leckerlis verschwanden. Eine Katze sollte nicht von ihren Leckerlis getrennt werden. Wir finden sie für dich. Rückwart. Ah, das ist eine Katze. Oh, das wäre außerordentlich hilfreich. Ein kleiner Rat. In diesem Satz dort gibt es ein Wort, das der Schlüssel zu der ganzen Landschaftsveränderungsposse sein könnte. Vielleicht findet ihr heraus, welches Wort Unheil stiftet, indem ihr kräftig draufhaut. Ah, der Wald. Wir müssen hier draufhauen. Ach hier, der Wald. Der Wald. Nehmen. Okay, da hinten haben wir noch ein paar Buchstaben, aber da kommen wir nicht durch. Können wir das ablegen? Ja, wir legen das ab. Hier war ablegen. Können wir nochmal hauen? Nee. Hier unten kommen wir, glaube ich, nicht lang. Oder? Nee. Hier oben lag. Da drüben ist nämlich auch nochmal ein Text. Die Ruine. Kriegen wir das mit? So, wir nehmen mal. Genau, wir nehmen das mal auf, diesen Text. Haben wir noch einen anderen Text? Nee. Bring den mal zurück. Setzen den hier hin, oder? Die Ruine hier war abgelegen. Ja, das passt. Das passt. Ich habe jetzt gar nichts. Hä? Hat sich da irgendwas geöffnet? Ach ja, das hat sich umgestellt. Guck mal, die Bäume sind jetzt hier weg. Stimmt. Ja, cool, dann haben wir es schon. Jetzt brauchen wir nur noch die Leckerlis für Rückwart. Die müssten ja eigentlich hier irgendwo liegen. Da unten sind noch so viele Büsche. 118 Glühbirnen haben wir schon. Krass. Es ist ja auch gefühlt unter jedem Busch so eine Glühbirne, ne? Was haben wir eingesammelt gerade? Weg! Ne, da hinten sind die Leckerlis. Ich sehe sie schon. Da sind die Leckerlis für die Katze. Und da ist Minibart, warum auch immer. Sollen wir ihn ansprechen? Na bitte, du scheinst alles im Griff zu haben, mein Junge. Ja, hier sind die Leckerlis. J fand rückwärts Leckerlis. Ergreifen. Ach, jetzt müssen wir die auch noch ziehen. Ne, da geht's. Da kriegen wir die nicht hoch. Wie kriegen wir die denn hoch? Krieg ich die hochgezogen? Auch nicht. Hä? Nee, hier kriegen wir die irgendwie nicht weg. Oder muss ich die hier rauflegen? Hier so hin? Ach, vielleicht müssen wir den Text wieder umstellen. Das kann sein. Warte mal, das machen wir mal eben. Hier oben sind noch ein paar Glühbirnen übrigens. So, oder hat der hier noch was? Na bitte, du scheinst alles im Griff zu haben. Könnte sein, dass wir den Text wieder hier vorne wegnehmen müssen. Wir nehmen den Text mal weg. Legen den hier hin. Und der Wald war hier abgelegen. Dann machen wir hier draußen wieder einen Wald. Oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Und jetzt, das ist auch clever. Die haben nämlich hier so, Bilder hier drauf, so. Also, wo man die Leckerlis halt abstellen sollte. Und jetzt, denke ich mir, stellen wir die hier in den Wald. Das sieht nämlich so aus, die kleinen Steinchen, die hier drauf sind. Sehen aus wie so kleine Mini-Leckerlis und, das sieht aus, als würde das direkt hier raufpassen, ne? So. Okay, dann stellen wir das wieder um einmal. Den Wald nehmen wir weg. Zack. Nehmen das hier auf. Ja, perfekt. Genau, das ist extra so gemacht. Damit wir, ja, es ist halt ein bisschen einfach gemacht, ne? Und dann stellen wir ihr das hier vorne hin. Oder stellt sie von alleine dorthin. Meine Leckerlis, wie habe ich diesen Augenblick ersehnt? Aufrichtigen Dank, Reisende. Die Aussicht auf einen Imbiss zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Süß. Oh, was? Einmal gedreht? Was ist denn da los? Ach, die lag auf dem Rücken die ganze Zeit? Dieses Land steckt voller Rätsel und Kniffe. Denkt immer daran, nicht alles ist so, wie es scheint.
Wenn ihr feststeckt, versucht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Viel Glück, meine Leckerli-Retter. Boah, nice. Und da haben wir den, auch den Schlüssel. Da lag die nämlich drauf. Und den werden wir jetzt hier stecken. Nice. Weiter geht's. Cool gemacht. Okay, da ist wieder Martina. Sehr schön. Wir holen uns aber vorher nochmal ein paar Glühbirnen. Damit wir ordentlich einkaufen können bei ihrem Shop. Ich bin mal gespannt, was sie diesmal hat. So, ansprechen. So sehen wir uns wieder. Wie wäre es mit einem Blick auf mein aktuelles Angebot? Mal gucken, was sie hat. Der Wirbelangriff Abzeichen. Ui, das sind stolze Preise. Stolze Glühbirnpreise, würde ich sagen. Wirbelhafter Angriff. Lade einen gewaltigen Wirbelangriff und nutze ihn, um gegen Gegnergruppen leicht zu besiegen. Sprungangriff. Setze in der Luft einen mächtigen und überraschenden Schlag nach unten. Schwertschadenaufwertung. 1. Macht dein Schwert schlagkräftiger, gilt für alle Schwertangriffe. Das nehmen wir natürlich. Das nehmen wir natürlich. Das andere können wir nicht nehmen. So, jetzt nehmen wir... Ach, haben wir das vorhin nicht genommen? Warte, Mondbart ist das hier. Konzeptcharakter Mondbart. Frühe Charakterstudie Mondbart vor seiner Sonnenbrille. Ja, stimmt. Der hat noch keine stylische DJ-Sonnenbrille auf, quasi. Ja. Erinnert mich so ein bisschen vom Zeichenstil her wie... Oh, wie hieß die Serie? Mit diesem Marmeladen-Honigbrot. Komm nicht mehr drauf. Ah, so ähnlich ist der Zeichenstil auf jeden Fall. Okay, die anderen können wir uns nicht leisten. Wir müssen ein bisschen warten. Ich denke mal, dass sie das im Angebot ja behalten wird. Hier können wir nochmal lesen. Zum Wälzerturm. Ja. Okay. Unser Trio blieb wie angewurzelt stehen. Dort am Horizont erhob sich der Wälzerturm. Ui. Die Rieseneule. Oha, hier ist es ganz schön schnell dunkel geworden. Irgendeine Magie ist im Gange. Alles kribbelt irgendwie. Seltsame Elektrizität lag in der Luft. Ih, was krabbelt da denn? Okay, wir gucken uns das mal an. Gruselig. Glühbirne. Ui, und noch eine Schriftrolle. Konzeptcharakter Vincent. Frühe Charakterstudie. Vincent war ursprünglich eine Art Gauner, der sich als böse erwies. Der Vincent aus dem aktuellen Spiel ist durch und durch gut, glauben wir. Werden wir ja sehen, ne? Vielleicht steckt noch ein bisschen Gauner in ihm. Ach, jetzt haben wir die Dings da oben vergessen, ne? Sollen wir nochmal runtergehen? Ich glaube, jede Glühbirne zählt, aber jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ach. Boah, Blitzdröhnen. Echt metallmäßig. Ja, wir kommen nicht mehr zurück. Schade. Vielleicht können wir auch hier Welten bespringen quasi nachher, später. Die seltsame Elektrizität brachte Monster hervor. Ach. Was? Kleine Blitzmonster. Da ist noch eins. Oder zwei. Huch. Wäm, zock. Glühbirne, okay. Perfekt. Herzen. Oh, da kommen noch mehr Monster. Da kommen noch mehr Monster. Und da ist ein großes. Oh, mit einem Stachel obendrauf. Oh no! Mit einem Stachel oder ein Pickel? Was ist das? Oder ein Vulkan? Ein Blitzvulkan? Huch! Oha! Okay, wir müssen aufpassen. Wir haben nur noch zwei Herzen. Beziehungsweise zwei Stücken von diesem ganzen Herz. Oh, geschafft. Und kein Leben... Der droppt einfach kein Leben.
Aber hier haben wir Herzen. Perfekt. Glück gehabt. Verglüben. Spring. Pau, zam, zong. Aber die anderen machen gar nichts, ne? Die laufen einfach nur mit. Die kämpfen jetzt nicht aktiv mit oder so. Oder? Nee, die kämpfen nicht aktiv mit. Die laufen mir einfach hinterher. Auch nicht schlecht. Huch! Nein, jetzt hat er mich nochmal getroffen. Nein, nochmal! Okay, Tor fällt runter. So, wir holen uns noch schnell diese Glühbirner. Sind hier noch welche? Oh, ein dickes Herz. Perfekt. Okay, da ist ein Wurm mit einer Brille auf und einem Akademikerhut. Hallo, junge Abenteurer. Seid ihr auf dem Weg zum Welserturm? Ja, sind wir. Jo, genau dahin sind wir unterwegs. Vorsicht, ein dunkler Magier bewohnt den Turm. Seine Magie sorgt für Umsturz und Chaos. Ich meine, seht euch nur die reizende Brücke an. Vollständig ausgelöscht. Oh ja, zertrümmert. Gibt es noch einen anderen Weg übers Wasser? Hallo? Achso. Ich glaube, wir sollten weitergehen, oder? Sonst ist dieses belesene Land so friedvoll. Der Aufruhr ist dem Lesen nicht zuträglich. Ja, also wir sollen einen Weg finden, der drüber gekommen. Ach, da ist eine Treppe. Ein Höhleneingang. Sehr vielversprechend. Ja, wir gehen mal rein. Ui. Ui. Mann, echt düster, aber tolle Akustik. Jod, geh du voraus, Alter. Dein kühner Schimmer wird einen Weg erhellen. Mein kühner Schimmer. Ach so. Ah, okay. Ah, jo. Bricht das zusammen? Oder können wir das kaputt machen? Nee, das können wir nicht kaputt machen. Aber doch, müssen wir irgendwie, ne? Weil hier kommen wir nicht lang. Ach doch, da geht's weiter. Aktivieren. Oh. Schon wieder getroffen. Da kommen wir nicht hoch. Und der beschießt uns hier. Das gibt's ja gar nicht. Ah, nein! Was? Ach, da kann man nicht runter? Ach, hier kommen wir hoch. J erkundete die unpassierbare Höhle. Na? Ja, da unten sind wir vorhin runtergefallen. Fertig? Ja, wir sind durch. Na, sieh mal einer an. Wir haben den Fluss unterquert. Weiter geht's. Kommt her, alle Glühbirnen. Und da ist wieder der Laden von Martina. Was? So oft begegnen wir sie. Das ist gut. Aber wir werden noch nicht genug Glühbirnen haben, um uns was kaufen zu können. Kommen wir hier hinter? Ja. Aber
Aber wir kommen hier nicht vorbei. Schade. So, mal gucken. Vielleicht hat sie auch was Neues drin, was wir uns leisten können. So sehen wir uns wieder. Wie wäre es mit einem Blick auf ein aktuelles Angebot? Ja, zeige mal her. Ja, wir können Schwertwurf, Aufwertung plus 1. Das können wir uns nochmal holen. Dann machen wir uns das, dann holen wir uns das nochmal. Und wir holen uns noch das nächste Rollbild ab. Genau. Und es ist... Ja. Es ist ein frühes Konzept von Spielumgebungen. Ein verwunschener Ort. Cool. Ja, wir haben eins vergessen, ne? Hm, vielleicht ist das... Ja, aus Martinas Laden glaube ich nicht, denn wir haben bis jetzt alle gekauft aus Martinas Laden. Haben wir irgendwo eins übersehen. Ich hoffe mal, dass man noch irgendwie zurückspringen kann. Das wäre cool. Oha, ganz viele offene Bücher liegen hier. Hoppla, die ganzen Bücher, ziemlich schaurig. Sieht trotzdem irgendwie cool aus. So, kriegen wir die kaputt? Ne, die kriegen wir natürlich nicht kaputt. Das ist einfach nur so Deko. Ach nein. Oh, ich wollte noch auf die andere Seite. Nein. Oh, hier sind wieder diese Blitzgeister, ganz viele. Aber unser Schwert ist stärker. Das merkt man, glaube ich, auch. Das merkt man so ein bisschen. Oh, da ist ein Herz. Perfekt. Und ihr beide bleibt da einfach nur so stehen, ja? Die Bücher waren bewusst aufgestapelt worden. Da ist wieder eine Tür mit einem Schlüsselloch. Aufgestapelte Bücher sind ein echtes Hindernis. Aber wenn die Bücher verstreut wären, kämst du leicht vorbei. Kann man die kaputt hauen? Nee, kaputt hauen kann man sie nicht. Also, wir brauchen wieder einen dieser Schlüssel. Ach, guck mal, da hinten ist eine Rolle. Ah, jo, wie kommt man denn da hin? Da hinten sehe ich eine Schriftrolle. Aber da kommen wir gerade nicht hin. Hier oben ist der Schlüssel. Oder reicht das, wenn wir... Ah, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, ne? Nee. Wir kommen hier nämlich nicht vorbei. Wir kommen hier nicht vorbei. Oder hier oben lang? Doch, hier kommen wir vorbei. Jawohl. Sehr gut. Was ist es? Was haben wir? Oh. Ein frühes Konzept von Spielumgebung. Sieht lecker aus. Konzeptgebiet Süßigkeitenland. Oh. Schön reinbeißen die Süßigkeiten. Sieht aus wie so Baiser oder sowas. Oder Eis. Ich glaube, das ist eher Eis. Sehr schön. Und eine Glühbirne. Oh no. Oh no. Jetzt ist das Tor zu. Und es sind wieder solche, ja, ekelhaften, schleimigen... Ich weiß nicht, was die da auf dem Kopf haben. Ist das eine Beule oder was? Oh! Ich glaub... Oha! Crazy! Okay, tot. Eins. Und der hängt da fest an der Ecke. Guck mal! Es ist ein Bug. Der hängt einfach fest. Eine Leichtigkeit, ihn zu besiegen. Er kann nicht mehr springen. Er hängt einfach an der Kante dort fest. Ja. Mit Leichtigkeit. Tor geht wieder auf. Perfekt. Wir können uns quasi, ja, jetzt den Schlüssel nehmen und hier durch. Watschel, watschel, watschel. Sehr gut. Und dann kommt er hier rein. Seitenlagen auf dem Boden verstreut. Okay. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Hier kommen wir nicht weiter, aber... Achso, können wir die wieder... Hä? Wir sind jetzt hier rauf und nichts passiert. Das ist merkwürdig, aber wir müssen hier oben lang. Die Frage ist, wie kriegen wir das hier auf? Ah! Ah, ich verstehe. Okay. Okay. Wir müssen wieder die Wörter, diese Worte, deswegen leuchtet das ja auch so, müssen wir wieder nehmen und einen passenden Text bilden. Die Bücher waren bewusst verstreut worden. Ja, verstreut worden. Oh, nice. Können wir auch rumhauen? Nee, dann waren das nur diese beiden hier.
Seitenlang auf dem Boden aufgestapelt. Oh, was ist, wenn wir das nehmen und hier oben einfach hinsetzen? Ach! Ach nee! Ergreifen? Ah, ich verstehe. Da vorne ist nämlich eine Kuhle oder ein Loch. Ich glaube, da müssen wir da drauf schieben hier. Ja, dann kommen wir da nämlich rüber. Ach, perfekt. Sehr schön. Haben wir geschafft. Gehen wir durch. Richtig gut. Dieser dieser elende Na-J. Also schön, das ist ein bisschen gruselig. Ja, sieht ein bisschen gruselig aus. Er kriegt noch was verdient. Oha. Die Zeit naht. Verflixter kühner Knappe. Oh, die sind alle irgendwie ein bisschen sauer auf mich, oder? Hä, wie sind wir zurückgegangen? Das wollte ich nicht. Noch eine Glühbirne. Noch eine. Boah, hier sind so viele Glühbirnen. Nein, jetzt sind wir wieder weitergegangen. Das Land Mojo. Also wir gehen weiter von Honiggipfel zum Wälzerturm. Wir sind da. Wir sind am Wälzerturm, oder? Wir stehen direkt davor und ein Zauberer begegnet uns. Aha, hier beginnt es alles. Ein historischer Ort und keinerlei Fehler. Oh. Tschüss. Und weg. Tja, hallo und anscheinend auch auf Wiedersehen. Keine Ahnung, wer das war, aber hier gibt es so viel Seltsames. Jedenfalls sind wir da am Wälzerturm. Grummelweil scheint noch oben auf dem Dach zu sein. Es wird Zeit, dass der kühne Knappe sich um den Fiesling kümmert. Wir bleiben hier unten, Alter. Wir wollen dir deinen Stil nicht verfurschen. Das ist einer dieser dramatischen, heldenhaften Augenblicke, weißt du? Bei der großen Abrechnung sollten wir zwei Trottel nicht im Hintergrund herumliegen. Nee, wir lungern lieber hier herum, aber wir feuern dich die ganze Zeit an. Das ist aber nett. Herumlungern und anfeuern, das passt besser zu uns, J. Knöpf dir den Kerl vor. Okay. Gut, aber das machen wir im nächsten Let's Play. Wir machen Schluss an dieser Stelle. Ein sehr, sehr süßes, cooles Spiel. Bin schon gespannt. Bis jetzt ist alles nur noch in 2D. Bin gespannt, wie das nachher aussieht, wenn wir dann in die 3D-Welt übergehen. Lass uns einfach überraschen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao, ciao.